Ihr Lieben, mittlerweile wird es später und später, aber wir bleiben immer noch frisch und fit. Das bin ich, Writing Bull. Das ist Lorenz Roman, der Erfinder und Entwickler dieses schönen Spiels hier. Hallo Lorenz. Hallo. Das ist Zakor, Jan, Community-Moderator in meinem Community-Forum, community.writingbull.de. Hallo Zakor. Hallo Daniel. Und der eigentliche Held, wie immer beim solchen Release-Streams zum Release von Chaos Space Marines, des DLCs für Warhammer 40k Gladius, der wahre Held, ist wie immer das Spiel selber. Denn das ist wirklich hübsch. Deshalb bitte sehr, das ist der vierte Held in unserer Runde, diese schöne Add-on. Wir spielen gleich ein bisschen weiter. Wir müssen unsere Städte befehligen. Wir haben ein weiteres Hexfeld hier einverleibt. Und ich finde, Little Lorenz, die Stadt ist mittlerweile so schön groß geworden, dass wir ihr einen anderen Namen geben können. Ich taufe sie mal um auf Greater Lorenz. Lorenz wird greater und greater. Und irgendwann, vielleicht nur im Rahmen dieses Livestreams, wird daraus Greatest Lorenz. Mal schauen. Schade, ich hätte sonst zu Reimzwecken, hätte ich gesagt, von Little Lorenz zu Mittel Lorenz. Das ging auch, ja. Nein, wir wollen unseren Gast ehren. Es reicht schon, wenn ich dumme Witze über ihn mache. Zakor, reiß dich bitte zurück. Reiß dich bitte am Riemen und halt dich zurück. Ja, das Blöde ist, jetzt steht hier weiter, Little Lorenz hat von 4 auf 6 Einwohner angewachsen. Ich hoffe, die Tooltips passen sich nachher noch an. Vom Namen her, mal gucken, ob das klappt. Greater Lorenz auf jeden Fall. Wir wollen unsere Städte weiter befehligen. Wir können in Greater Lorenz jetzt, nachdem das Hexfeld fertig ist, auch noch ein Gebäude hier unten platzieren. Das war das Genlabor des Abonnenten. Das sollten wir hier hinstellen. Das kommt hier hin. Wird jetzt gebaut. Gehen aus der Stadt raus. Zug beenden. KI zieht. Lorenz zieht. Der Einzige, der hier noch wirklich zieht und sich nicht faul auf seinen Städten ausruht, ist Lorenz. Er gestaltet quasi das Let's Play und ich gucke ihm über die Schulter. Warp-getragene Munition freigeschaltet. Eine neue Tech, die hilft uns bei unseren Bolter-Waffen, die unsere Leute haben. Die sind dann kampfstärker automatisch. Hier haben wir einen weiteren Bürger in Chaos City. Und Produktion läuft. Mehr können wir hier im Augenblick nicht machen. Ich gehe wieder raus. Hier können wir auch nicht mehr machen. Erst in 3 Runden. Neue Forschung. Wir könnten auf die Sprenggranaten gehen. Dann könnten unsere Infanterieeinheiten die auch benutzen. Dafür bräuchten wir aber die Gemächer des Lords oder das Genlabor. Beides ist aber schon freigeschaltet. Das wäre eine Möglichkeit. Das Mal des Chaos, ein weiteres Mal, das man bekommen könnte, das die Anzahl der Angriffe einer Infanterieeinheit erhöht, sofern es keine Psioniker sind, das klingt interessant. Eine neue Infanterieeinheit, die Korne Berserkers. Wahrscheinlich kann man das auch auf Englisch aussprechen, dann noch viel cooler. Können wir die bauen in den Genlaboren? Ja, da klicke ich mal drauf. Das hole ich mir mal. Dann gucke ich mal im Nordwesten, wie es aussieht bei Lorenz. Hältst du unsere Ehre hoch, lieber Lorenz? Bei mir kommt gerade die große Wendung. Du schlägst erbarmungslos zurück und machst die von dir programmierte KI fertig. Oh ja. Du kennst den Konflikt, wenn du über die KI obsiegst, dann war die KI doof. Wenn du über der KI unterliegst, war der Entwickler doof. In beiden Fällen war der Entwickler... Wie gehst du damit um mit dem Dilemma? Ich hoffe einfach, dass es am Ende so ziemlich ausgeglichen ist, so ein harter Kampf, kurz bevor wir den Stream beenden, so, aber nicht hoffnungslos. Wird schon gut gehen. Nach meinem Eindruck stößt das Spiel auch auf durchaus positives Feedback im Chat. Ostling schreibt zum Beispiel Warhammer 40k Gladius Relics of War, das Grundspiel. Er schreibt, ich habe das Spiel und alle Add-ons gekauft und installiert, damit Lorenz weiterhin auch kostenlose Verbesserungen für alle entwickeln kann. Vielen Dank für die Unterstützung. Jeder zählt, wissen wir es sehr zu schätzen. Und Tarak Sul schreibt einfach nur, make Lorenz great again. Frau Glitzer schreibt, der Preis sei super und bedankt sich dafür. Niemand protestiert da. Hört man gern. Oh, Nado fragt, ob da ein Schreibfehler sei, ob es nicht statt Abominator Abdominator heißen müsste. Das sind so Fachfragen. Nee, ich bin der Abominator. Greater Lorenz wird angegriffen.
Abwehrfeuer im Nordwesten. Lorenz schlägt zurück. Und ich habe eine neue Infanterieeinheit freigeschaltet. Es war ein grausames Experiment von Angron, dem Primarchen der World Eaters, der Weltenfresser, das zur Erschaffung der ersten Berserker führte. Durch die rituelle Lobotomisierung seiner Krieger, anders formuliert Kopf auf, Hirn raus, Hirn futsch, entfernte er jeden Sinn für Angst und Gefahr und verstärkte den Rausch, den sie in der Schlacht erlebten. Als die Legion dann Korne die Treue schwor, waren die Berserker nicht länger an die Gefechtsdoktrinen des Imperiums gebunden und konnten ihre blutrünstigen Instinkte endlich exzessiv ausleben. Seither sind sie die ultimativen Nahkampfsturmtruppen, da sie sich in der Hitze der Schlacht in unkontrollierbare Raserei hineinsteigern. Liebe Grüße an euren Autor und als jemand, der selber Worte liebt, die durchaus interessierte Frage, was er eigentlich raucht oder trinkt, bevor er schreibt, das würde ich gerne auch verkostigen. Oder ja, ist der er auch lobotomisiert? Wir haben unseren ersten Chaos-Lord, unsere erste Heldeneinheit hier. Und können sofort übrigens in eine Stufe aufsteigen lassen. Mhm. Wenn wir ihn aufsteigen lassen, hat er dann noch Bewegungspunkte? Das ist eine Aktion, ja, glaube ich. Ja, das ist das ist kostenlos. Das heißt, du kannst natürlich deine Sache wählen, die dir zusagt für den Kerl. Dann coach mich doch ein bisschen. Fähigkeit Warp-Blut. 50% des erlittenen Schadens werden zurückgeworfen. Oder würdiges Opfer. Er bekommt eine 20% Chance, einen Segen des Chaos zu erhalten. Er und alle Benachbarten. Das heißt, wenn er in der Mitte von jede Menge Kerlen steht, dann summiert sich das ganz schön auf. Aber wir werden das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weiter. Bevor du den bewegst, hätte ich dann noch einen Vorschlag. Ich lese die anderen noch vor. Dunkle Pracht, 20% unverwundbar Schadensreduktion. Also was immer, das erhöht die Schadensreduktion. Das heißt, er absorbiert Schaden, den er einstecken könnte, ohne dass er daran Wunden erleidet in dem Maße. Oder. Falls er auf der Stufe 6 angekommen ist, könnte er einen erhabenen Angriff erhalten. Eine Sonderfertigkeit, die hat er noch nicht. Was würdet ihr erwarten? Also ich persönlich denke, zu Beginn, wo wir noch wenige Einheiten haben, die wir boosten können, wäre es vielleicht gut, ihn selber ein bisschen zu stärken, damit er auch überlebt und ihm die dunkle Pracht zu geben. Ja, das werde ich auch lesen. Entschuldigt bitte, jetzt könnt ihr es lesen. Ne? Ja. Ich bin für die dunkle Pracht. Ja, ich denke auch, das ist schon jetzt im Moment schon sehr gut. Also wir werden den Schadenrückwurf, der wird auch noch ein bisschen gebufft werden, das haben wir auch probiert. Also momentan schon gut, wenn man zum Beispiel gegen Warboss oder Orks oder sowas kämpft. Also viel Melee, das heißt, damit gewinnt er eigentlich fast jeden Zweikampf. Das ist ein Aktiv-Skill, den man aktivieren muss. Aber es ist halt etwas mehr Nische und das wollen wir noch ein bisschen ändern. Also das wird morgen mit dem Patch noch getweakt werden. Während Dark Glory, also das ist einfach immer gut, weil der Chaos Lord, der kann schon extrem viel Schaden austeilen mit seinen normalen Angriffen. Aber er ist halt nicht ganz so tanky, wie man es gewohnt ist, vielleicht von anderen Heroes wie Captain. Bevor du den bewegst, Daniel, jetzt hast du ihn doch bewegt. Was hättest du dir gewünscht? Ja, dass du ihn mal in den Jokero-Händler ziehst, denn wir haben erstens ziemlich viel Einfluss, den wir einsetzen können und dann könntest du auch mal zeigen, welche Gegenstände man da so kaufen kann. Das guter Hinweis. Auch nicht jeder. Guter Hinweis. Ja. Ich war mal wieder zu schnell. Man sieht mal wieder, ich bin einfach ein zu schneller Let's Player, berüchtigt dafür, dass ich der Schnellklicker bin unter allen Rundenstrategen. Viele Leute gehen stattdessen zu anderen YouTubern, weil die wesentlich langsamer und bedachter ziehen, mehr und intensiver sich mit den Spielen befassen, während ich einfach nur so klick, klick, klick mache. Peinlich, peinlich. Ich bin erwischt worden. Ich nehme mir vor, ab jetzt langsamer zu spielen. Ich versuche an mir zu arbeiten. In Chaos City könnten wir wieder Bauobjekte durchführen. Wir könnten sogar einen zweiten Helden bauen. Nämlich diesen hier, den Master of Possession. Denn der andere, ihr seht es jetzt, der ist jetzt... Nee, der ist gar nicht teurer. Doch, die Einflusspunkte sind teurer, der Rest nicht. Der Rest, die Nahrungspunkte sind teurer. Sie haben sich auch verdoppelt teurer, ja. Und die Einflusspunkte. Ja. Die Produktion, genau, die Kosten läuft, der Upkeep ist der gleiche, aber die Kosten... Also die Ressourcenkosten, Nahrung, Erz und Influence haben sich verdoppelt, verdreifacht, je nachdem, wie viel man davon hat. Ich setze mal den zweiten Helden ein. Bau mal hier eine zweite Heldeneinheit. Wir haben noch genug Ressourcen übrig, um auch noch weitere Sachen zusammen zu machen. In der Warp-Schmiede könnten wir noch ein Gebäude bauen. In dem Genlabor des Abonnenten können wir zwei verschiedene bauen. Ein
Chaos Space Marine oder einen neu freigeschalteten, noch besseren Kämpfer, den Berserker. Und ich hau mal einen Berserker rein, oder? Weil der ist doch sicher besser. Ja, der ist spezialisiert auf Nahkampf. Der Chaos Space Marine ist ein bisschen vielseitiger in der Hinsicht. Aber dadurch, dass du auch halt auch viel Wald hast, kann man durchaus den Berserker sicher auch noch. Dann haben wir so viel noch übrig an Ressourcen, dass wir selbst in der Warp-Schmiede noch was bauen können. Die Nahkämpfer haben halt den Vorteil, dass gegen die gibt es keine Deckung, ne? Die Deckung, wenn irgendwo Wälder sind oder Ruinen, dann sind die Fernkämpfer immer im Nachteil, weil der Schaden, glaube ich, halbiert wird, oder? 33%. Oder 33%, genau. Und Nahkämpfer können immer voll drauf knüppeln. Egal, wo der Gegner steht. Ich hau noch eine Verwertungsanlage rein, ein Nahrungsgebäude, denn wenn wir davon viele bauen, von den Berserkern, die verbrauchen Nahrung und Erz. Erz haben wir plus 23 pro Runde, Nahrung nur plus 4. Und außerdem verbrauchen die Berserker laufend auch Unterhalt 3, deshalb brauchen wir sicher Nahrung. Deshalb brauche ich hier noch ein Nahrungsgebäude, eine Verwertungsanlage hier hin. Was da wohl verwertet wird in der Verwertungsanlage? Die 0,2%, glaube ich, ne? Ja. Was da übrig ist. Ja, genau. Die Bevölkerung. Genau. Sprenggranaten für unsere Einheiten. Oder eine Stufe höher, Ebene 4 Einheiten. Ich meine, du hast die Forschung. Dir steht die Welt offen gewissermaßen. Dann kannst du echt. Ich kann machen, was ich möchte. Cool. Kristalliner Körper gewährt Champions des Chaos die Chance auf dauerhaft erhöhte Trefferpunkte, wenn sie einen Gegner töten. Champions des Chaos, also alle unsere Helden, und das ist dann automatisch. Das ist auch nichts, was wir dann erstmal, wo wir was investieren müssten, sondern die bekommen einfach. Da hast du die Chance. Die mit jedem Kill kann das sein. Die bekommen einfach eine virtuelle, unsichtbare Wahrscheinlichkeitsmedaille um ihren Hals gehängt. Den kristallinen Körper bekommen sie verliehen. Und da wir gerade auf Helden setzen, auf Champions und in Kürze davon 2 haben, könnte das klug sein. Wird fleißig gefeuert. Dürken hämmern auf meiner Stadt rum. Ja, das kann ziemlich schmerzhaft sein, weil dann verliert man ja auch Produktion, ne? Wenn die Stadt zu sehr beschädigt wird. Ja, das ist nicht so leicht wegzustecken, da muss man aufpassen. Man sich nicht. Ein weiterer Einwohner, ein Greater Lorenz. Sobald Greater Lorenz 6 Einwohner hat, bin ich bereit, die Stadt Greatest Lorenz zu nennen. In einer, mehr können wir im Augenblick ja gar nicht machen, ich gehe gleich wieder raus. Nennen sie doch nicht, du kannst ja dann auch nicht Lorenz nennen, sondern vielleicht Heirenz. Das kann man echt machen. Yeah. Hört mal, eine Sache, wir können ihm auf jeden Fall jetzt schon mal den Energiehandschuh geben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Kann er danach noch weiter ziehen? Ich glaube ja, ne? Das verbraucht keine Aktion. Ja. Passive Aktion steht dort auch. Nee, jetzt hat er den schon automatisch. Er hat den jetzt im Gepäck bis zu 6 Slots, die er mit sich rumführen kann. Er hat jetzt einen Energiehandschuh. Teilt mehr aus. Und jetzt, da wir so viele Einflusspunkte haben, machen wir das, was wir eigentlich schon vorher gemacht hätten. Hätten machen sollen. Wir verlieren dadurch 2 Runden, weil wir zurückziehen und dann wieder hin und zurückziehen. Aber ich will es mal sehen. Wir ziehen mit ihm mal in das Jokero-Handelslager rein. Jetzt ist er da. Was du dann auch mal machen kannst, oder zumindest zeigen kannst, ist den Sammelpunkt deines Heldengebäudes dann auch auf das Handelslager legen. Weil dann kommt der neue Held da nämlich gleich an dieser Stelle raus. Oh, oder kannst clever. Du die Funktion auch mal mit dem Sammelpunkt zeigen. Pro-Gamer-Tipp. Das heißt, hier bei den Gemächern des Lords, wie setzt man von da aus einen Sammelpunkt? Oder ist der Sammelpunkt für die ganze Stadt? Das ist der Sammelpunkt für die ganze Stadt. Also Set Rally Point mit der Stadt. Vorsicht, dass du nicht auf das Band klickst. Daneben klicken und dann aufs Ziel. Genau. Okay. Sehr clever. Das so machen wir. Aus. Da oben, das haben wir auch noch gar nicht benutzt, die Male des Chaos. Das heißt, wir könnten jetzt 15 Einflusspunkte benutzen. Dann würden wir auf ihn klicken. Und dann erhöhen wir seine Trefferpunkte für wie lange? Bis zum nächsten Kampf? Permanent. Nein. Der ist dann markiert damit und hat es permanent. Und das kann man dann nachher sogar noch buffen, indem man noch. Also es gibt für jeden Gott eben ein Zeichen, ein Mark.
Und dann gibt es auch von jedem dieser Marks noch ein Upgrade, ein sogenanntes Icon. Damit kann man das dann noch weiter verbessern. Das heißt, es sind so gewissermaßen vier Upgrade-Pfade, die man eben wählen muss. Aber man kann immer nur einen Mark haben. Das heißt, wenn du das gesetzt hast, auf den kannst du kein anderes mehr setzen. Das heißt, das eine wichtige Entscheidung, je nach dem Held. Also das ist dann permanent auch. Du kannst genau. Nicht mehr. Okay. Das wir ist dann für immer da. Und hier sind noch weitere Male, die wir freischalten können. Die Anzahl der Angriffe erhöht. Oder Mal des Slanesh. Die Bewegungspunkte erhöht. Eins von beidem. Nur beides stark. Cool. Was ist das Stärkste? Yep. Wir könnten alles freischalten jetzt. Wollen wir ihm wirklich wie die Trefferpunkte um 20%? Sag mal, zweimal 20% erhöht? Was bedeutet das denn? Maximale Trefferpunkte plus 20? Das bedeutet ja, das nur, ist, dass die auch gleich hoch, dass die genau. auch gleich hochgeheilt werden, ne? Weil du könntest ja theoretisch das Maximum erhöhen, ohne dass es gleich aufgefüllt genau. wird. Genau. Also es sind einfach nur 20%. Mhm. Genau, aber es steigt eben sofort an, weil wenn man, das kann man dann auch wirklich als spontan Heilung benutzen, speziell auf Helden, die sehr viel Schadensabsorption haben, kann das halt dann nochmal einen retten in einigen Situationen, wenn man bereit ist, halt wirklich einen Mark dafür dann zu opfern. Wir machen das mal, weil der Stream läuft nicht mehr so lange, dann sehen die Leute, wie ein Mal stattfindet. Wir geben ihm ja denn das Mal des Nurgle. Achtung, und er ist gezeichnet. Mit einem Muttermal, mit einem Mal des Nurgle. Und Einflusspunkte futsch. Eine Runde weiter. Moment, dann will ich auch noch kurz hier. Und da, was baue ich denn da hin? Hier oben ist Lorenz unterwegs und wird von mir. Kannst du noch in den Laden rein, oder? Oh, wir haben den Laden. Doch, du kannst noch shoppen. Noch ich habe vergessen, zu shoppen. Das ist das Shoppingzeichen. Hier gehen wir einkaufen. Auch übrigens für den, falls ihr, das hatte ich eben noch gar nicht erwähnt, falls ihr Chaos Space Marines über meinen Games Planet Shop Link kauft, bekommt ihr außerdem einen gratis DLC, durch das ihr auch einen Kunde die Gutscheincodes bei den ersten drei Shops in-game bekommt, wenn ihr eure Helden auflevelt. Dann bekommt ihr noch extra Shop-Punkte und könnt dann zum Beispiel das Mal des Zakor verleihen, eurem Helden, einmalig. Dann bekommt ihr extra Forschungspunkte für eine Stadt, kann man nur einer Stadt verleihen. Oder alternativ das Mal des Lorenz, dann bekommt ihr hin und wieder situativ Geistesblitze oder Cheatcodes. Alternativ wird zufällig ausgewürfelt Entwickler-Cheatcodes, die ihr benutzen könnt. Oder, mehr fällt mir gerade nicht ein, das war's. Ja, also das wäre so eine Möglichkeit, okay. Ja, wir machen mal weiter. Oh, jetzt habe ich, sorry. Nein! Ich okay. Oh, wir sorry. Kaufen mit aber ihm Anfang der nächsten Runde. Aber jetzt immer noch reinschauen. Ja, genau, mach keinen Unterschied. Aber das Kaufen kostet, glaube ich, keine Aktionspunkte, oder? Korrekt, das heißt, kannst du kannst es immer noch und du hast nichts verloren. Kein Problem. Wir kaufen jetzt. Also, wir kaufen hier im Shop ein. So eine große Auswahl. Viel, viel, was man raushauen könnte an Einflusspunkten. Faustregel, wer hätte es gedacht, je besser, desto teurer. Man kann Dinge auch hin und her greichen, von einem Helden zum anderen, glaube ich, wenn die nebeneinander stehen. Ja. Yep. Erhöht die Stufe. Ah, coole Geschichten. Also sehr stark sind vor allem diese Gegenstände, die die Panzerung erhöhen. Weil dann gerade bei Helden, ne, also was ich sehe, die wirklich viel einstecken können. Also was ich mir gut vorstellen könnte, das habe ich immer gerne gemacht im Let's Play. Es gibt ja auch eine Let's Play-Reihe von mir oder zwei. Das Sword oder Zod Lederwams, weil man Heilungsrate plus 100%. Wenn wir weit unterwegs sind von irgendwelchen Städten und im Augenblick haben wir auch wenig Einheiten, die rumlaufen, plus Trefferpunkte, drei drauf. Wir haben im Augenblick, wie viel hatten wir gehabt mit dem, weiß ich gar nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall eine Menge und Heilungsrate stark erhöht. Das ist schon heftig. Ne? Mhm. Ja, auch eins meiner Lieblings. Mhm. Also dieses Wams und dann vielleicht noch eine Panzerung dazu, würde ich, glaube ich, ganz gut finden. Ich gebe ihm mal das mittlere Wams, weil das teure Wams, ich weiß gar nicht, ob es ein teures gibt. Wir geben ihm halt das hier. Energiehandschuhe hat er schon. Wir könnten die auch wieder verkaufen, glaube ich, aber würden nur die Hälfte zurückbekommen, kann das sein? Ja, yep, also da musst du jetzt... Das sind so die Entwicklerentscheidungen, die einen manchmal unsympathisch aussehen lassen, Lorenz. Aber das trägst du mit Fassung. Du erziehst die Spieler dazu, ihre Entscheidung gut zu überlegen. Dazu stehst du auch, ne? Definitiv. Ja. Also eventuell noch eins, sie hatten noch 84 Sachen. Was könnten wir ihm noch geben? Einen weiteren Bewegungspunkt, ein Kräftigungsimplantat. Also ich würde, wie gesagt, die Panzerung empfehlen. Da gibt es oben so ein
Da musst du, glaube ich, nach die Adamantium-Weste. Zwei Panzerung. Das heißt, eine unverwundbare Schadensreduktion draufgelegt. Wir geben ihm Panzerung, Heilfähigkeiten und Trefferpunkte und machen es ihn quasi so, das super gut. Oder wir sagen einfach nur ein bisschen billiger temporärer Schild. Das geht allerdings nur alle zwei Runden. Oh. Ja, aber das hat einen coolen Effekt. Wo ist er denn? Temporäre Schild. Das ist auch zwei Panzerung, ist ein bisschen billiger und wir haben ja gleich noch einen weiteren Helden. Dann könnten wir den nämlich auch noch zeitnah ausstaffieren, denn das Handelslager liegt direkt neben der Stadt und wenn wir den einmal weggeschickt haben, wer weiß, wo wir das nächste Handelslager finden. Wir haben jetzt noch 84, deshalb wäre ich eher dafür, ihm was Billigeres zu geben. Ja gut, wenn du dann dran denkst, das Schild auch im richtigen Moment anzumachen. Oh, natürlich! Als ob ich jemals irgendwann etwas vergessen würde. Absurde Vorstellung von dir. Temporary Shield oder vielleicht auch die Armor Plus Bracers. Also die kosten auch nur 30 und geben ein Plus 1 Armor. Das ist dann noch so ein bisschen ein Kompromiss. Schon gekauft. Aber das Temporary Shield ist auch cool. Ich habe schon wieder zu schnell gezogen. Ich nehme mal vor, beim nächsten Mal ziehe ich langsamer. Wir ziehen wieder rüber hier. Befehligen in den Städten hier. Hier läuft die Produktion in der Warp-Schmiede. Können dann halt das Gebäude einstellen. Und ich würde ganz gerne noch ein weiteres Nahrungsgebäude hier einstellen. Sehe ich das richtig, dass du im Moment bei plus minus null Energie bist? Ja. Das heißt, da müssen wir dann wahrscheinlich auch bald ein Energiegebäude bauen. Ich gebe einfach was Energie rüber. Ich sprühe gerade selber vor Energie. Oder wir holen gleich Ivy mit dazu, unsere Chat-Moderatorin. Die ist nämlich auch sehr energiegeladen, sehr temperamentvoll. Die spendiert etwas Energie. Die hat danach noch genug Energie übrig. Selbst auf mit halber Energie ist sie noch temperamentvoller als wir. Das können wir durchaus machen. Hier in Greater Lorenz können wir auch was bauen. Was können wir denn hier bauen, Feines? Hier ist entstanden ein Genlabor. Wir könnten noch ein Genlabor hier bauen. Dann könnten wir alle Einheiten hier in doppelter Geschwindigkeit produzieren, falls wir genug Ressourcen dafür haben. Ist natürlich so eine Überlegung. Ja, jetzt wird es schon langsam eng. Also du hast jetzt schon zwei Einheiten Produktionsgebäude. Mhm. Aber ich meine, es musst du dann schon echt schauen. Du plädierst für... Ich spreche es laut aus, was du gerade denkst. Telekinese ist eine meiner unterschätzten und unbekannten Fähigkeiten. Du hättest gerne ein Energiegebäude. Ich habe gerade mich in deine Gedanken hereingebohrt mit einem Telekinese-Hack. Wir haben keine Energieprozente plus Felder hier drumherum. Doch hier unten... Aber können wir auf der Gruft der Necrons können wir, glaube ich, keins drauf bauen. Das ist so ein Sonderfeld. Das könnten wir uns nur erschließen. Weil hier das das Problem ist, du hast noch nicht die Reichweite. Das heißt, du müsstest das Upgrade, das Influence Radius Upgrade dir holen. Dann könntest du da auch drauf bauen. Könnte ich auch. Energie anzapfen. Deiner Forschung sollte es kein Problem sein. Aber vielleicht ist wirklich, ein Gene Lab ist echt nicht so eine schlechte Idee. Also du könntest wirklich Triple Infantry Production gehen. Also vielleicht ist das echt vertretbar, weil du halt sonst kein anderes Produktionsgebäude hast. Mhm. Ne? Also, könnte echt machbar sein. Dann machen wir das. Dann setzen wir noch eins. Hier heißen die ein Genlabor des Abonnenten. Setzen wir noch eins hier hin. Zwei auf einmal. Toi, toi, toi. Und hier bauen wir auch gleich noch eine Einheit rein. Wir setzen einen Spawnpunkt. Wo wird der Spawnpunkt nochmal gesetzt? Hier unten. Setze ich mal hier hin. Aha. Und das war's. Eine Runde weiter. Die Einheiten ziehen. Auch Lorenz rundherum wird angegriffen und attackiert. Deine KI setzt dich unter Druck. Deine Kinder, Papa, setzen sich gegen dich zur Wehr. So fühlt sich das an, wenn die Kinder Flüge werden. Die KI attackiert dich. Ja, und die prügeln dann auch den Vater ein. Das ist schlimm. Kristalliner Körper. Papa, doch mein Held kept jetzt sein Artefakt. Oh, pardon. Hast du Hemmung, deine Kinder anzugreifen hier oben? Das ist eine Frage, wo man die Antwort sich gut überlegen sollte, Lorenz. Ach, gnadenlos, ja, der. Mein Hero kept jetzt sein Artefakt für plus
Morale haben wir vorhin erwähnt. Ich gehe mal runter und zeig, jetzt greifst du an. Schmerzensschreie hallen durch den Stream. In den Ruinen. Ihr habt die Grafik mit Absicht so ein bisschen dunkel gemacht, weil Warhammer 40k, das ist nicht grafisch, soll es nicht aussehen wie ein Ponyhof-Simulator. Absolut, ja. Also wem es zu dunkel ist, Brightness, Gamma und Contrast gibt's im Menü. Oder auf den Ponyhof-Simulator ausweichen. Geht auch. Oder alternativ, ja. So dunkel ist, ja. Hier könnte man einen weiteren Smal auswählen. Wir können noch einen weiteren Ritus aktivieren, wenn wir das erforscht haben. Den Ritus der Pestilenz. Eine Warp-Schmiede bauen, mit der man Erz und Einfluss erzeugen kann. Empfiehlst du das? Wir brauchen ein Gebäude für die Erhöhung der Loyalität, wird auch langsam nötig, ne? Oh, minus 5, ja, ja, das ist langsam angebracht. Auf plus 2 dank meines Artefakts. 20 nach 12, an einem Tag, an dem wir bis 11 Uhr streamen wollten. Wir haben den 18. Juli. Noch eine Runde. 20 nach 12? 20 nach 11, entschuldige bitte. So viel zur Frage von Zakor, ob ich jemals irgendeinen Fehler mache. Ich habe offen gesagt nein. Acker des Leids, wir können jetzt ein Loyalitätsgebäude bauen. Letzte Runde. Und dann beantworten wir noch ein paar Fragen im Chat. Wir haben einen Kastellanenrobot entdeckt, den hasse ich. Oh, dann bin ich an eine Falle gelaufen. Den hasse ich. Oh, noch einer. Oh. Noch einer von der linken Seite. Die sind super mächtig, die haben unfassbar viele Trefferpunkte, glaube ich, und super Panzerungen. Und die kriegst du so klein nicht klein, so schnell nicht klein, lieber Lorenz. Was tun? Ja, aber schau dir mal, wie viel Schaden mein Hero, mein Last of the Bulls, gegen so einen Kastellan anstellen kann. Ich habe nämlich auch ein Sonder-Item, ein Concealed Weapon System für mehr Attacks. Also das ist schon ganz ordentlich verglichen, wie lange man normalerweise braucht. Plus 25% Angriffe. Willst du jetzt einen angreifen? Nein. Nein. Du willst nur angeben damit, wie stark du bist, aber du willst es nicht demonstrieren? Ja. Der weise wählt große... Ich schalte mein Overwatch aus. Willst du nicht wie ein Held sterben in der letzten Runde? Wieder eine Lebensweisheit, die Lorenz euch mitteilt, die da heißt, der Weise wählt große Worte und kleine Taten. Auf die Enslaver mit der Plasmapistole. Ja, drauf. Aber, drauf, ja. Ist aber auch riskant, weil das Problem ist, die Plasmapistole, man sieht, das macht mir selbst Schaden. Die wird nämlich so heiß, das ist unangenehm für den Helden. Lorenz hat Trefferpunkte verloren. Seite. Volle Identifizierung mit Last of the Bulls, dem letzten der Bullen. Hast du den Namen individuell gewählt? Maybe. Du hast ihn individuell. Du kannst mir doch nicht weismachen, dieser Name sei zugelost worden, oder? Wer weiß, vielleicht. Wer weiß. Greatest Lorenz und Last of the Bulls. Aus rätselhaften Gründen tauchen mir die Namen gewisser Beteiligter auf. Deswegen hast du ihn jetzt ins Verderben geschickt, oder wieso? Ja, der stirbt eher nach gegen die Kastellanenrobotern und den Slaver. Lorenz, mit welchem Shortcut mache ich das Interface weg? Mit Tab? Shortcut, Control und H. Mit diesem schönen Anblick hier wollen wir den Stream für heute beenden, weil ich wage mal eine Prognose. Es ist nur eine Prognose, aber ich könnte mir vorstellen, dass lieber Lorenz, dann, wenn der Stream beendet ist, dass du dir dann die Meldungen der User anschaust auf Steam und woanders und dir sagst, gehe ich schlafen oder leiste ich Support? Und was wirst du dann machen? Yep. Ja, da muss man schauen. Also ich habe es jetzt ausgeblendet, also bewusst, weil das kann natürlich schon stark ablenken. Mhm. Und der Vorteil ist, ich habe halt Rock, der sich da jetzt noch kümmert, aber... Ich weiß, was für Stress es mit potenziellen Grafiktreiber geben kann. Ich habe das schon erwähnt in der Pause, als du weg warst, habe ich das näher erläutert. Und ich gucke mal und hoffe, dass es nicht zu desaströs ist. Aber auf jeden Fall, der nächste Patch kommt direkt morgen. Also wir werden vor dem Wochenende noch einen Patch rausschicken, auch mit Balance-Änderungen und sowas. Und dann hoffen wir mal, dass das alles noch einigermaßen über die Bühne geht. Und für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, probiert es im OpenGL-Branch. Das sollte funktionieren, selbst mit den alten Grafikkarten und nicht upgedatet.
Ungelogen, ich weiß aus Erfahrung, aus Gesprächen mit Spieleherstellern, es gibt Publisher und Entwicklerstudios, die sagen, an dem Tag, wo ein Titel rauskommt, da versammeln wir einen guten Teil unserer Mitarbeiter in der Firma. Da bleiben die, machen abends Überstunden und arbeiten die halbe Nacht durch, um dafür zu sorgen, dass die Steam-Reviews gut ausfallen, dass da nämlich sofort Support gegeben wird und dass das Spiel nicht sofort abgestraft wird. Ich weiß nicht, was Lorenz vorhat, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich sagt, ja, das war schön, dass wir der deutschen Community hier so ein schönes Spektakel geliefert haben bei diesem Stream. Wir hoffen, er und ich und Zacko und alle anderen, dass es euch viel Spaß gemacht hat, diesen Stream hier mit uns gemeinsam zu erleben. Aber wir sind jetzt auch mal, also oder ich als Gastgeber, ich will jetzt auch mal großzügig sein und sagen, ich opfere dich, Lorenz, für den Rest, für die englischsprachigen Spieler in aller Welt und stell dich denen mal zur Verfügung, damit du denen auch mal Support leisten kannst. Hör mal, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst. Es hat wie immer Riesenspaß gemacht und ich leiste jetzt schon das feierliche Versprechen, nicht dir, sondern meiner Community, weil ich weiß, denen ist das noch wichtiger, dass dann, wenn du das nächste Mal ein Spiel rausbringst, dass wir dann wieder einen solchen Release-Stream anbieten, denn Traditionen, gute Traditionen müssen auch gut gepflegt werden. Danke, dass du dabei warst. Danke an die vielen Leute im Chat. Wir beenden die Aufzeichnung. Im Stream lassen wir noch 15 Minuten, 5 oder 10 Minuten weiterlaufen für die eine oder andere Frage. Bei der Aufzeichnung machen wir einen Stopp und wünschen allen Leuten viel Spaß mit den nächsten Videos dann. Den nächsten Videos zu dem Spiel oder zu Lorenz Spielen, die es sicher hier auf diesem Kanal geben wird.